Oh, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier Papiertüten für Weihnachten. Schöne Geschenktüten, die man einfach so aufklappt und dann hat man eine tolle Tragetasche. Ich muss mal direkt die Kamera ein Stück höher stellen, damit ihr das sehen könnt, was ich hier treibe. So, bin ich jetzt richtig? Ach so rum. Okay, einfach bloß im Prinzip nichts Spektakuläres, ganz einfach nur so auseinandergemacht. Und dann kann man die befüllen. Die sind schön groß. Ich mag so eine großen Tüten, weil ich mitunter doch mal ein paar größere Sachen reinzumachen habe. Zum Beispiel eben eine Trinkflasche oder ein paar Kekse, Pralinen oder solche Sachen, so was so ein bisschen vom Volumen her etwas mehr Platz benötigt. Da sind solche größeren Taschen schön. Sonst sieht das so gequetscht aus und wirkt gar nicht. Ich verwende das für Freunde, Nachbarn, Lieferanten. Die bekommen von mir jedes Jahr Weihnachten eine kleine Überraschung. Das muss ja nichts, wer weiß, wie wertintensives sein. Wichtig ist ja der liebe Gedanke, der dahinter steht. Ich will einfach einmal im Jahr Danke sagen und da ist für mich Weihnachten das ideale Fest. Da kriegen die von mir einfach ein Dankeschön in die Hand gedrückt und ihr könnt euch gar nicht glauben, wie viel Freude da bei verteilt wird und wie viel Freude da noch wieder zurückkehrt. Hier sind Sticker mit dabei. In diese Sticker, also besser gesagt, diese Sticker sind alle nummeriert. Man kann das sozusagen auch als Adventskalender verwenden, aber eben auch als Geschenktüten. Das ist jedem selbst überlassen. Diese Sticker, nichtsdestotrotz, kann man natürlich trotzdem irgendwo raufkleben, wenn man das möchte, einfach so. Aber hier sind auch Geschenkanhänger mit dabei, die jede Menge schöner vorgestanzt sind. Man muss sie dann noch rausdrücken, das Loch noch entfernen. Und also freimachen, nicht das Loch entfernen, entschuldigen. Und dann kommt hier so ein Bändchen ran, die sind auch schon vorgeschnitten. Und dann kann man das so richtig schick anbinden. Ja, das ist so ein Juteband. Jute, ich gucke mal gerade beim Händler auf der Seite, ob das da beschrieben steht. Letztlich ist es auch egal, Hanf oder Jute, ist egal. Es ist ein schöner Naturfaser, sieht ganz toll aus. Schlicht und einfach. Ich liebe solche Sachen. Ich liebe auch dieses Naturpapier. Das ist einfach nur schick. So, und dann haben wir hier diese 24 Taschen. Eine hatte ich ja schon eben auseinandergemacht, habt ihr ja gesehen. Sie sind von beiden Seiten bedruckt. Beide Seiten gleichermaßen, also brauche ich bloß die Oberseite zeigen. Vier Stück von diesem Motiv, dann haben wir vier Stück von diesem Motiv, vier Stück hiervon, hiervon ebenfalls vier Stück und wie gesagt, immer die Rückseite mit demselben Motiv bedruckt. Dann haben wir vier Stück davon, macht sich besonders gut für den Herrn, hat immer so was Symbolisches für, wie heißt das, solch Kräuterschnaps. Ja, irgendwie, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Der ist eigentlich ziemlich bekannt. Jägermeister. Ja, es hat was von Jägermeister. Und dann der Tannenbaum noch. Davon auch vier Stück. Also insgesamt 24 Tüten. Mit diesem ganzen Leistungsumfang für 17,99 Euro. Das ist, der Händler hat es ebenfalls schon ausgerechnet, 75 Cent. Im Durchschnitt pro Tüte mit Zubehör. Das ist ein Top-Preis. So günstig kriege ich sonst die anderen Tüten auch nicht gekauft. Aber hier habe ich was natürlich ist. Ja, das ist ein schönes Papier, das sich gut verarbeiten lässt. Man kann es auch wiederverwenden, wenn man mag. Aber es verursacht natürlich auch nicht so viel unnützen Müll wie diese lackierten und folierten Beutelchen und Täschchen, die man hat, die dann vielleicht auch bis auf den Müll landen. Ich empfehle das sehr gerne weiter. Ich finde sie wirklich schön. Ich finde sie günstig und jeder hat diesen besonderen Freund, den er dann mal beschenken kann oder man füllt eben das als Adventskalender. Aber ich muss euch ganz ehrlich gestehen, als Adventskalender wären mir die Taschen dann doch ein bisschen zu riesig. So, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!